Bei Gesprächen in Istanbul hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan betont, dass Schweden seine Verpflichtungen erfüllt habe, die bislang einer Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis im Wege standen. Sweden has taken significant concrete steps to meet Turkey's concerns. This includes amending the Swedish constitution, ending its arms embargo and stepping up counterterrorism cooperation, including against the PKK. Important new terrorism legislation has come into force just a few days ago. So Sweden has fulfilled its obligations. In Schweden hat es seit der Verschärfung der Antiterrorgesetze Proteste gegen eine Aufnahme in die NATO gegeben.